So, morgen steht die Mount Everest Climbing Challenge auf dem Programm. Darum geht's, den Mount Everest mit dem Fahrrad zu befahren, also zumindest die Höhenmeteranzahl davon. Und es sind ungefähr also 8.800 irgendwas. Und wir werden morgen versuchen, 9.000 Höhenmeter zu fahren. Und zwar mit dem Mountainbike. Ja, es ist gerade kurz vor 8 Uhr. Um 8 Uhr hole ich Olli ab, weil heute steht die Mount Everest Climbing Challenge an. Das bedeutet, wir fahren um die 9000 Höhenmeter mit dem Mountainbike. Und ja, oh, bin immer noch mega müde. Das ist jetzt so das Zeug, das ich dabei habe: ein paar Armlänge, Socken, Stirnband, Trikot, Brille, Hose, Flasche und 6 Riegel. Ich hoffe, das reicht. Natürlich fehlen noch der Helm, die Schuhe. Alles habe ich alles draußen. Ich bin immer noch mega müde. Ist wirklich viel zu früh. Ich renne hier die ganze Zeit rum und suche irgendwelches Zeug, das ich vergessen habe. Und jetzt geht's gleich los. Habe ich jetzt alles? Ah, der Schlüssel. Jetzt fällt mir gerade auf, dass es heute ein verdammt langer und harter Tag wird. Aber egal, ich hab Bock. So, hier haben wir mein Bike. Slupikugel Rampage R. Mit der SRAM XX1. Das wird mein Gefährt für heute sein. Da. Da. Oliver Fridge in the house! Was steht heute an? Ah, ich hab gedacht, wir machen so ein paar Höhenmeter. So. 9000. Ah. Mal schauen. Was meint? Ja. Machen wir halt da hoch. Wie viele Höhenmeter haben wir jetzt? Ah, 84. 84. Fehlen nur noch 8.900. Was für 8.800 Höhenmeter. Pah! Das wird chillig. Alter, wenn ich daheim bin, wird erstmal die Fresse wie Scheunendresche. Also wenn es nachher richtig warm wird, boah, ich glaube, dann wird's hart. Egal. So, 1100 Höhenmeter haben wir schon. Sind wir gerade in der dritten Runde von unserem Anstieg. Und wie fühlen wir unten? Ja, das ist ja. Also, noch fühle ich mich gut. Noch? Wie fühlst du dich? Weißt du, wie scheiße das Gefühl vorhin war, als uns eingefallen ist, als wir es hochgerechnet haben, in der Stunde. 800 Höhenmeter, das macht auf 8000. Ich denke lieber nicht nach. Ja. Ah, ja. Das ziehen wir jetzt durch. Jetzt gibt's kein Abendbrot. Sag mal, 2100 Höhenmeter und was für eine Zeit? 3 Stunden 34. Also, es wird noch ganz schön viel Arbeit. Ja.
werde jetzt das erste Problem. Ich glaube, der Olli fängt an zu schwächeln. Der hat jetzt 2700 Höhenmeter. Und er hat jetzt schon ein kleines Loch. Keine Ahnung, ob er das schafft. Das wird chillig. Wir werden sehen. Olli, was ist los? Also, das ist doch nichts für mich. Ich bin so eher so der Gemütliche. Schon voll gemütlich. Ja, es geht, aber ich weiß nicht. Ja, okay. Leider ist Olli jetzt weg. Hat abgebrochen. Lief heute nicht so gut. Ich bleibe jetzt dabei. Aber wenn ich mich gerade frage, für was? Ich bin gerade schön im Flow. Es läuft einfach nur. Musik passt. Wetter ist geil. 2200 Höhenmeter. 5000 noch. So, kurze Pause jetzt nach 4800 Höhenmeter und 6 Stunden. Der Olli ist auch da. Hier hatten wir Cola mitgebracht. Olli, was sagst du? Mörderisch, oder? Sehr krass. Ich war nach 3000 Höhenmeter schon am Leiden. Ist doch schon eine harte Nummer. So, jetzt gerade knapp. Ich hatte gerade einen Krampfansatz und es liegt wahrscheinlich daran, dass mein Sattel zu hoch war. Genau, genau. Jetzt habe ich gerade jemanden getroffen, der hat mir einen Imbusschlüssel geliehen. Jetzt kann ich eine Zeit runter machen. Aber natürlich bin ich jetzt 7 Stunden mit einem leicht zu hohen Sattel gefahren. Und die Innenseite vom Oberschenkel macht gerade zu. Oberschenkelmuskeln! Ich habe jetzt 5400 Höhenmeter. Es wird noch zäh. Leider ist es jetzt, glaube ich, gleich vorbei. Ich habe jetzt schon 3 Krampfansätze. Links und rechts. Mein Fuß krampft. Alles krampft. Ich habe jetzt 5700 Höhenmeter. 5800. Aber ich will nicht aufgeben. 6200 Höhenmeter. Fehlen noch 1600. Nee. 2600. Ich habe meine Krämpfe ganz gut im Griff. Und ich hoffe, dass ich es echt schaffe. Ich kann jetzt halt nur noch mit 60% fahren. Die Abstände der Videos werden immer länger. Ich habe jetzt 7500 Höhenmeter und bin 10 Stunden und 20 Minuten unterwegs. Ich bin jetzt gerade im drittletzten Mal hier hoch. Das ist noch zweimal. Jetzt ist es passiert. Ich habe einen meiner Riegel verloren, jetzt habe ich nichts mehr zu essen. Jetzt habe ich einen Hunger, das ist scheiße. Am Ende hat es jetzt leider nur für 8319 Höhenmeter gereicht. Ich habe einen meiner Riegel verloren und jetzt am Ende bin ich in den Hungerast reingefahren. Und jetzt geht gar nichts mehr. Ich habe versucht noch so viele Höhenmeter wie möglich rauszukitzeln, aber keine Energie mehr da ist, keine Energie mehr da. Naja, ich hoffe trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat, mich hier bei meiner Challenge zu verfolgen.